wunderschönen Nachmittag. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ob beim täglichen Einkauf oder im Internet, wenn Sie da surfen durch die virtuelle Welt oder einfach von Mensch zu Mensch. Wir sind jeden Tag Einflüssen ausgesetzt. Doch wir fragen uns heute Nachmittag, wann die Manipulation beginnt und fragen uns auch, ob jeder von uns beeinflussbar ist. Mein erster Gast behauptet, ja, Thomas studiert sozusagen die Menschen, die Körpersprache und er schaut dabei ins Innerste hinein. Hier ist der Thomas. Thomas, ich muss mir fürchten, wie ich jetzt schaue, weil du hast eine Gabe. Diese Gabe wurde dir nicht in die Wiege gelegt, das kam so mit der Zeit. Vielleicht beginnst du, wie dein Leben vorher war. Ja, ich beginne mal mit dem, wie bin ich überhaupt zum Gesichtleser gekommen. Es hängt damit zusammen, dass ich grundsätzlich immer schon Menschen interessiert war. Und der zweite Aspekt ist, ich habe ein sehr prägendes Leben hinter mir. Also ich habe einen längeren Zeitraum in der Sucht gelebt. Ich weiß auch, was es heißt, wenn man ganz tief am Boden unten ist. Und das sind so Schlüsselerlebnisse, da sage ich immer, das vergisst man sein Leben nicht. Das war damals, da bin ich mit dem Vorrat in den Wald gefahren und mir ist auf eine Bangerl gesetzt und habe sich überlegt, wie geht es in meinem Leben weiter, ich kann so nicht mehr, ich will so nicht mehr. Und kennst du den Ausdruck, der Knopf geht da auf? So. Das war in dem Zusammenhang dann, wo mir bewusst war, ist, der Einzige, der für das verantwortlich ist, das bin ich. Das ist immer gut, wenn es Familie gibt, das ist immer gut, wenn man Therapeuten, Ärzte, Psychologen an der Seite hat. Ich habe damals für mich die Entscheidung getroffen, ich ziehe das allein nicht durch. Das war ein sehr schneidiger Weg und ein sehr steiniger. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich eben nach einem gewissen Zeitraum mit mir selber so in die Balance wiedergekommen bin. Und dann war die Entscheidung für mich klar, okay, ich war immer schon jemand, der hat sich für Menschen interessiert und hat auch Menschen gerne geholfen. Und jetzt will ich über mich selber mehr lernen. Ich habe dann ein paar Ausbildungen gemacht im Bereich der Kommunikation, des Coachings, der Beratung. Und was hast du gelernt gehabt, ursprünglich den Beruf? Gelernter Drucker. Mhm. Ich bin gelernter Drucker und war dann auch nicht lange in dieser Druckerei beschäftigt, bin dann auf eine Gemeinde gewechselt, war dann auf der Gemeinde als Hilfsarbeiter. Und dann war eben so die Phase, wo ich für mich entschieden habe, jetzt will ich mich selber besser kennenlernen. Mhm. Und im Zuge dessen war dann relativ viel, was persönlichkeitsbildende Maßnahmen betrifft. Und vor gute 5 Jahren war dann für mich das Aha-Erlebnis, weil ich war immer schon von dem fasziniert, was sagt der Mensch, wenn er jetzt einfach nur so da sitzt, wie du da sitzt. Ja? Sagt er da überhaupt was? Gibt es das überhaupt? Und ich habe viel gesucht und recherchiert und da gibt es Körpersprache-Experten und so. Und ich bin da sehr einfach gestrickt und sitzt da so vom Gockel dort mit der A-Fingertechnik gebe ich das ein und gebe Gesicht lesen. Und in dem Augenblick poppt so ein Name auf und ich sehe, aha, der macht Gesicht lesen. Und das kanntest du davor nicht gesehen? Nein, das habe ich bis vorher nie gekannt, weil man dachte, was kann das sein? Ja? Und vor allem, wofür? Genau. Und in dem Augenblick, wo ich eben das einmal so durchgelesen habe auf seiner Homepage, war für mich dann irgendwie so das Feuer entfacht, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will das lernen. Er ist einmal auf einer Messe gewesen, das war 2014, wo ich ihn das erste Mal kennengelernt habe und ich bin da mit ein bisschen einem gemischten Gefühl hingefallen, mir gedacht habe, Messe, ich kann mir nicht vorstellen, was das ist, aber ich habe keine Ahnung nicht gehabt. Und dann auf einmal sehe ich einen Mann sitzen, der sitzt auf einem Sessel und ihm gegenüber sitzt da eine Person und der schaut ihm so ins Gesicht. Und dahinter steht so eine lange Schlange angestellt. Und ich denke mir, was macht der mit den Leuten? Was tut der da? Ja? Und ich kriege mit, die Leute sagen kein Wort. Und ein paar beilen so in den Kopf und schauen so, verdutzt. Und bei den einen oder anderen drin sogar Tränen. Aber spooky. Da macht er eine Pause, gehe hin, sage, hallo, ich bin der Thomas. Sag, was machst du da? Und dann sagt man dir in den ersten 5 Minuten, was ich für Disposition von einer Krankheit habe. Also auf was für Organe, dass ich aufpassen muss, was ich für Persönlichkeit, welche Charaktereigenschaften und welches Talent ich besitze. Ich habe am Anfang gedacht, okay, und wo ist jetzt der Schmäh? Ja? Mhm. Wie gibt es das? Der kann man das nicht irgendwie sagen. Von wo warst du das? Ich habe das nicht erzählt. Du hast ja mit ihm telefoniert, gell? Genau, ich habe ihm nie erzählt. Ja. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, wie funktioniert das? Weil ich bin ein Mensch, der mein Glauben sehr offen ist. Ja? Mit mir kann man über viel diskutieren, aber ich gehöre halt dann auch zu dem, wenn mich wer fragt, hey, was machst du da, dann will ich es halt zum Großteil erklären können. Skeptiker. Genau. Und dann sagt er, das ist eine Lehre, die tausende von Jahren alt ist.
Und so der erste Block, den man sich in dem Zusammenhang vorstellen kann, nennt sie Antlitzdiagnostik. Das geht auf die Zeit von Hippokrates zurück. Das war so der erste Gesichtleser im Gesundheitsbereich. Und die Antlitzdiagnostik erklärt in groben Zügen jetzt da, dass wenn man eine Schwachstelle hat mit einem Organ, es sichtbar wird im Gesicht. Und wo genau? In den Augen? Da geht es darum, jeder Mensch, also das ist in der Regel universell, jeder Mensch hat 43 Muskeln im Gesicht. Und diese 43 Muskeln sind mit Nervenbahnen verbunden. Und so kriegt man den Zugang, damit man erkennen kann, wo die Disposition vom Organ im Gesicht damit verbunden ist. Ja, aber bedeutet das, dass man dann zum Beispiel erkennt, du hast ein Problem mit der Leber und das hat man nie gewusst, oder irgendein Milz, egal, ja, mhm, dass man es halt nie bemerkt hat? Also da sind mehrere Ansätze. Beim Gesicht ist es so, dass bevor du noch auf dem Organ eine Ursache verspürst, es sichtbar wird. Ein weiterer Zugang ist, wenn du mit dem Organ schon mal was gehabt hast, mhm, ist es auch sichtbar. Und wenn du gerade akut was hast, also das wird jeder kennen, wenn du einmal eine Schwellung hast, eine Entzündung hast, eine Rötung hast, dann sieht man das auch im Gesicht, ja, relativ schnell. Und dann hast du eben den Zugang, das ist gerade akut. Das ist ja für dich, muss das ja furchtbar sein, wenn du den Menschen begegnest, du siehst ja gleich alles dann. Also in Wirklichkeit ist es so. Jeder, der herinnen sitzt, mhm, liest mich in dem Moment. Jeder, der mich jetzt anschaut, liest mich. Jeder kann Gesicht lesen. Jeder tut es, nur die Kunst dabei ist es, dass man es bewusst macht und dass man auf das zugreift. Weil es ist viel im Menschen schon drinnen. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, das sind viele Bausteine, die zusammengeführt werden, damit man das Bild kriegt. Also man geht jetzt nicht her und sagt, aha, der hat die Falten, der hat die Nasen oder der hat das. Also das ist ein Gesichtlesen. Man fängt an, wie ein Puzzlestück es zusammenzubauen. Aber das heißt, es sind innere Organe und was sie, welche Probleme es da gibt, aber auch der Charakter und die Talente kannst du herauslesen. Das ist die Physiognomik. Ja? Ja, die Physiognomik geht bei uns in Europa auf Aristoteles zurück. Nur leider ist dieses Wissen in der Vergangenheit sehr stark verloren gegangen, wo man eben über Persönlichkeit und Charakter liest. Okay. Dich würde ich gerne fragen, Thomas, was kostet das, wenn man zu dir kommt? Das ist ganz unterschiedlich. Das richtet sich nach Themen. Ob man eben heute sagt, man will ein Thema, zwei Themen oder drei Themen gelesen, mhm, haben. Und vom Preis her ist es eine Spanne zwischen 221 und 302 Euro. Gefährlich ist die negative Beeinflussung, Thomas. Ne? Also da ist eben so, dass im Gesichtlesen sagt man, es gibt nur gewinnend und verlierend. Ja? Das ist weder gut noch schlecht, noch richtig noch falsch. Es kommt darauf an, was der Mensch selber daraus tut. Ja? Wenn ich eben heute sage, ich habe jemanden, der gibt mir einen guten Tipp, und es geht mir durch den Tipp besser, dann hat mich der jetzt dann positiv beeinflusst. Die Frage ist halt immer, wie geht es dem Menschen selber? Und gerade in unserer Gesellschaft ist es halt so, dass halt viel mit Ängsten gearbeitet wird. Genau. Und wenn Unsicherheiten da sind, dann, mhm, ist man für das offener. Ich glaube, dass da wichtig sein wird, dass man Bewusstsein auch dafür schafft, dass man offen auf das zugeht, dass man sagt, schau, es muss nicht alles schlecht sein. Es hat alles immer mehrere Seiten. Es kommt darauf an, wie man es aus Sicht und wie man sich positioniert. Was heißt du von Gesicht lesen oder Gesichtslesen? Oh, finde ich spitze. Ja. Ich habe es tatsächlich selber auch. Ja, auf eine andere Art und Weise. Also wenn ich jemanden lese, so wie man sagt, wenn ich ein Reading über jemanden mache, dann sage ich etwas natürlich, das ich sehe vor mir, ja, zum Körper, zur Körpersprache, auch natürlich zum Gesicht. Aber bei mir, ich habe keine Ausbildung für die medizinische Seite. Und das, was der Thomas macht? Habe keine Ausbildung, habe es auch noch nie live gesehen, mhm, hat mich aber schwer jetzt interessiert. Das heißt, wir werden uns wiedersehen. Also das, was du magst, ja, ist, wenn man sagt, vom Gesicht lesen her, wann dann die Mimik, ganz genau, dass du die Mimik liest. Das ist ein eigener Part, dass man über die Mimik liest. Und dann gibt es bei dir noch die eigene Technik, die verwendet wird, wie man halt dann Menschen liest. Und womit arbeitest du, Julia? Zu der Julia. In der chinesischen Gesichtleselehre sagt man, man geht in die Lebensaufgabe und man findet die Talente. Darum sprechen die von Berufung. Da wäre der Zugang, dass man über die Lebensaufgabe und über die Talentlinien einen Ansatz findet. Darum geht man auch zum Gesichtleser, dass man in die Art und Weise einen Weg kriegt. Na, vielleicht findet ihr ja noch zusammen, so weit entfernt seid ihr das nicht. Das, ne, ist eigentlich ganz lustig, weil ich war schon bei dir. Aber ich habe mich erst heute wieder daran erinnert. Wir haben ein Speedreading gemacht, richtig? Bei der Messe. Genau, in Tulln. Genau. Aber ich habe so viel vergessen. Ja. Ja, also ich war auf jeden Fall begeistert, das weiß ich noch. Nur was du gesagt hast, das hätte ich mal nachher aufschreiben sollen. Ja. Also das nächste Mal nimm das Handy und nimm das auf. Ja, ist eine gute Idee, das werde ich machen. So.